Bist du verrückt? Lass das! In diesen Spraydosen ist tonnenweise FCKW. Wenn das Zeug in die Atmosphäre gerät, haben wir ratzfatz ein Loch in der Ozonschicht. Du willst doch kein Loch in der Ozonschicht, oder? Na siehst du. Immer wenn Lilly mit Chemikalien hantierte, hielt das Universum den Atem an. Wenn das Sonnencreme ist? Nein, danke. Ich benutze meine eigene Dialux Protect Sensitiv mit Lichtschutzfaktor 3000. Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Lilly entschied, etwas dagegen zu unternehmen. Oha, der Himmel sieht seltsam aus. Da könnte ein Ozonloch auf uns zukommen. Das ist nicht gut. Wo ist meine Sonnencreme? Ah, da ist sie ja. Es geht los. Schnell eincremen. Schöne Scheiße. Die Sonnenstrahlen hatten den Wendigo übel zugerichtet. Scheinbar war man hier nirgendwo sicher. Demnach war es unvermeidbar, sich an gefährlichen Orten aufzuhalten. So, und da wären wir. Nachdem dies passiert ist, sind wir hier an dieser Stelle aufgetaucht und dort beginnen wir mit einem neuen Savegame. Das ist Red Fire, das wäre uns jetzt entgangen. Das heißt, das kleiner Zusammenschnitt an dieser Stelle. Da habt ihr gesehen, was zuvor geschah. Was zwischen dem letzten Stream und zwischen diesem Spielstand war. So, und jetzt sind wir hier. Haben Wölknöll in Cocktailalbum und Ednas Karte. Sind wir hier gerade aufgewacht aus der Hypnose an diesem Ort und können jetzt ins Versteck hinein. Ja. Ich hoffe mal, dass das mit dem Spielstand jetzt alles klappt, weil... Wenn wir da nicht speichern können und nicht weiter können. Ja gut, wird schon alles klappen. Jedenfalls können wir jetzt hier voran im Abenteuer. Auf geht's, aber nichts ändern, Versteck. Oh. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Gut, wir haben das Western-Abenteuer hinter uns gebracht und können jetzt gefährliche Orte betreten. Das müssen wir halt nochmal freischalten. So, Verbot überwunden. Jetzt müssen wir halt noch 3 weitere Spitzgegenstände verwenden. Wütend werden und tun lassen, was man will. Die Sachen müssen wir noch freischalten. Aber erstmal gehen wir ins Versteck. Lilly war endlich am Ziel ihrer Reise angelangt. Sie hatte 1000 Gefahren getrotzt und schließlich stand sie nun hier, in Ednas Versteck. Die Sache hatte nur einen Haken. Edna war fort. Edna war fort. Ach du Schreck. So, und ich versuche jetzt etwas mal, was ganz wichtig wäre. Wenn das klappt, dann haben wir ja super Erfolg. So, Speicherstände. Ich würde jetzt hier mal speichern. Speichern. Sehr gut, es geht. Es geht. Jetzt können wir weiterspielen. Sehr gut, jetzt spielt und jetzt steht unserem weiter vorankommen nichts mehr im Weg. Ich kann speichern, sonst wäre nichts gewesen. Es klappt, ich kann spielen. Und wir haben einen Uhu-Pfeifer. Also da liegt ein Uhu-Pfeifer. Das bedeutete nichts Gutes. Ohne ihre Uhu-Pfeife ging Edna doch sonst nirgendwo hin. Das ist so schlimm. Das bedeutete nichts Gutes. Und was ist mit Edna passiert? Edna doch sonst nirgendwo hin.
Edna lässt doch nicht einfach ihre Uhu-Pfeife zurück. Ein Sofa, ein Fernrohr, eine Notiz. Morsi, hier Schlafsack, da schläft sie scheinbar drin. Ihr Haus zieht in ihrem Versteck. Eine Notiz, schauen wir die uns mal an. Vielleicht gibt es dir ein wenig Aufschluss darüber, wo sich Edna aufhält. Edna hatte offenbar eine Nachricht hinterlassen. Das ist hoffentlich ging es ihr gut. Lilly, Hilfe! Ich das klingt nicht so, als ob es ihr gut gehen. Von einem riesigen oder? Tentakelwesen verspeist. Oh, oh. Dun, 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 dun. Nur ein Spaß. Ich habe gerade durch mein Fernrohr die Brücke am Fluss beobachtet. Dr. Marcells Schergen scheint irgendetwas vorzuhaben. Ich schaue mir das mal aus der Nähe an. Wenn ich nicht zurückkomme, musst du unbedingt Hilfe holen. Aber keine Sorge, ich pass auf. Wo sind denn nur meine Pauke und meine Stroboskop-Taschenlampe? Verdammt, naja, wir sehen uns ja dann. Der Brief beruhigte Lilly ein wenig. Aber was, wenn Dr. Marcells Mannen ihre Freundin geschnappt hatten? Lilly musste zur Brücke und nach Edna suchen. Dort würde sie auch Garrett finden. Auf jeden Fall. So, bin ich denn gut zu hören? Ist alles in ausreichender Lautstärke? Könnt ihr die Texte verstehen? Die Musik? Fernrohr. Blicken wir mal hindurch. Oi. Okay, da sehen wir das Ufer und da sehen wir die Kollegen aus dem... Der Herr Blase ist schon ins Auto gestiegen. Okay, na dann holen wir mal Hilfe. Ab zu Garrett. Gut, Wegweiser, da müssen wir hin. Zur Brücke. Lassen wir uns nicht auch noch fangen. Ah, jetzt sitzt sie beide im Auto. Endlich haben wir die Kleine gefunden und jetzt springt der Wagen nicht an. Soll ich vielleicht schieben? Der Wagen hätte schon seit Monaten zur Inspektion gemusst. Aber seit dem Unfall lässt der Doktor einfach alles schleifen. Eine Schande ist das. Also war es wahr. Die Wärter hatten Edna tatsächlich bereits gefunden. Oh je. Warum unternahm Garrett nichts? Lilly musste ihn irgendwie auf sich aufmerksam machen. Ich hab da so eine Idee. Das bedeutete nichts Gutes. Ohne ihre Uhu-Pfeife ging Edna doch sonst nirgendwo hin. Du sollst sie doch benutzen. Garrett. Es war hoffnungslos. Lilly würde Garrett niemals auf sich aufmerksam machen können, solange der Uhu ständig dazwischen funkte. Verdammter Uhu. Es war hoffnungslos. Wie werden wir jetzt den Uhu los? Auf diesem Baum hatte es sich ein Uhu bequem gemacht. Du willst ein Wollknäuel haben. Der Uhu schien nicht interessiert. Wahrscheinlich war er gerade mit wichtigen Uhu-Dingen beschäftigt. Tja, dann... Vielleicht ein Cocktailkarte. Der Uhu schien nicht interessiert. Wahrscheinlich war er gerade mit wichtigen Uhu-Dingen beschäftigt. Das ist jetzt schade. Vielleicht. Der Uhu schien nicht interessiert. Wahrscheinlich war er gerade mit wichtigen Uhu-Dingen beschäftigt. Womit ist er beschäftigt? Ah, okay, jetzt können wir mit ihm reden. Ey, lass das. traurig gucken da, Uhu. Entschuldigung, lass das, ey. Schon gut, Entschuldigung. okay. Oha, wütender Uhu. Was? Gemeinsames Gelache?
Was? Errungenschaft freigeschaltet, Ubu. Endlich konnte Lily Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden. Sehr gut. Wir haben erfolgreich mit dem Ubu kommuniziert. Endlich konnte Lily Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden. Garrett schien Lillys Eulenruf gar nicht zu registrieren. Hm. Sie startete noch einen Versuch. Dieses Mal etwas lauter. Hast du das auch gehört? Ist da jemand? Oh nein. Warte mal. Das haben wir gleich. Wir wurden ertappt. Nein. Nicht doch. Na, wen haben wir denn da? Das ist doch... Oh-oh. Was? Phantom. Phantom. Ja. Das Phantom. Lily schaute den flüchtigen Wärter noch lange nachdenklich hinterher. Dass unvermittelt bizarre Phantome hinter ihr auftauchten, war sie gewohnt. Die Reaktion von Dr. Marcells Handlangern wunderte sie dann aber doch. Normalerweise ignorierten Erwachsene diese Gestalten. Tja, Waren, Schlüsselbund. Wo ist denn Gerrit eigentlich hin? Tja. Ich weiß nicht, wo ist der auf einmal verschwunden? Jetzt können wir mit der Brücke. Ist ja keiner mehr da. Schlüsselbund nehmen. Einsteigen und losfahren. Die Pfleger hatten ihren Lieferwagen stehen lassen. Schade. Die Pfleger hatten ihren Lieferwagen stehen lassen. Wir können wirklich nicht einstellen. Mauer. Wagen. Die Pfleger. Ja, okay, die Pfleger hatten ihren Lieferwagen stehen lassen. Lily, so ein Glück. Ich dachte schon, sie hätten dich erwischt. Edna hatte leider nicht so viel Glück. Ich konnte beobachten, wie sie geschnappt und zur Anstalt gebracht wurde. Oh je. Damit ist die Beweislage endgültig klar. Ich werde mich sofort mit der Einsatzleitung in Verbindung setzen. Am besten rührst du dich nicht von der Stelle, bis ich Verstärkung geholt habe. Das kann leider seine Zeit dauern. Und ich kann nicht garantieren, dass Edna noch am Leben ist, wenn der Befehl für den Einsatz endlich kommt. Mit etwas Glück foltert Dr. Marcel deine Freundin noch ein wenig, bevor er sie schließlich seziert oder... Was er auch sonst immer mit ihr vorhat. Das würde uns etwas Zeit verschaffen. Wahrscheinlich muss sie sich von einigen Zehen oder Fingern verabschieden. Naja, sei es drum. Du wartest auf jeden Fall hier. Ich hol dich dann morgen oder spätestens übermorgen genau hier ab. Wobei übermorgen ja Feiertag ist. Naja, du wirst es ja sehen. Warte es einfach ab. Natürlich, abwarten. Lily hätte sich wirklich gerne an Garretts Anweisungen gehalten. Aber... Nun, es gab triftige Gründe, das zu tun, was sie stattdessen tat. Ja. Natürlich warten wir hier tagelang auf der Strecke. Jetzt gehen wir rauf zur Anstalt, oder was? Ach, du Schreck. Die Anstalt. Etwas Freundliches ging von dem postviktorianischen Anstaltsgemäuer aus. Es war fast, als hätte der Architekt versucht, das Wort Willkommen mit Mauersteinen und Stacheldraht auszuformulieren. Diese unausgesprochene Einladung fand ihren Höhepunkt in einer fast zugewachsenen Hintertür. Und Lily hatte vor, sie dankend anzunehmen. Jetzt gehen wir wieder rein. Jetzt helfen wir Edna nochmal auszubrechen. Jetzt geht's wieder zurück in die Klapse. Na toll. Die Tür war fest verschlossen.